Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Folge Nummer 6 von Craft a World. Wo wir jetzt darauf losgehen, ich habe nämlich ein bisschen vorgespult, sag ich mal, beziehungsweise ein bisschen laufen lassen, dass hier jetzt ein bisschen kämpfen. So heißt, ich lasse die Zwerge erstmal immer hier raus. So. Und lass sie mal hier eine Runde angreifen. So, dass sie den Kampf gewinnen. Eieieiei. Und die Viecher werden immer stärker. Und das hat immer mal ein Virus an. Oder er lässt mir ein Virus hören, aber das ist nicht so schlimm. Alter. Und der eine nach dem anderen wird abgemokst hier. So. Ey, was ist denn hier los? Mach sie kaputt. So. Los. Uiuiui. Geh nicht schlafen jetzt? Wo gehen die hin? Was machen die da? Ach, weil sie Angst haben, gehen sie sammeln. Ach so. Hoffentlich wird es nicht wieder Tag hier, sonst machen die mir alles kaputt. Das wäre extrem ärgerlich. Eine neue Aufgabe. Sammle Sand. Sand wird für den Bau für die Glasherstellung genutzt. Sammle ein wenig, aber pass auf, dass keine deiner Zwerge begraben wird. 3200 Erfahrung. Wow. Ja, doch, ich weiß. Du zeigst mir gerne ab und zu mal ein Virus an, aber das ist kein Virus, das sind einfach nur andere Dinge. Aber na gut. Bergmann. Nice. Das mit dem Virus schaue ich mir gleich mal an. Nach dieser Aufnahme. Wo ich schon wieder den Timer vergessen habe. Haha. Deswegen sind meine Folgen auch immer so lang. Weil ich den Timer immer vergesse. Es kommen noch mehr. Alter. Alter. Wie viele sind denn das? Egal, ihr stellt es sowieso. Wunderbar. Wir haben die nächste Horde überlebt. So. Sammel und lauf! Lauf, lauf, lauf! Wunderbar. Ihr sollt eigentlich auch jetzt schon wieder schlafen gehen, ne? Aber ihr macht's natürlich nicht. Macht ihr demnächst, in der nächsten Nacht lasse ich euch nochmal irgendwie pennen gehen oder so. Weil ihr dürft hier nicht mit so wenig Leben rumrennen. Oh Mann, ey. Kein Komfort, das ist auch eine super Voraussetzung für ein Leben hier. Aber was soll's. Mein Problem ist das nicht. Ihr habt hier noch fleißig weitergegraben. Gut, dann baut ihr mal eben eine Brücke rein. Hier baut ihr mal eine Brücke rein und da auch. Dann dürft ihr mal noch... genau, ihr dürft hier nochmal Fackeln aufstellen. Und zwar immer über dem Bett. So, dann ab hier ändert sich das alles dann. Ah, Bauernwirtschaft. Zufällig das Essen selber anzubauen. Eine Fackel, eine... Ah, perfekt. So, hier kommt eine hin und da kommt eine hin und da und hier und da und der und der und der. So. Das wird weggemacht. Vor allem die beiden hier auch noch. Warte mal, war eine Fackel zu wenig, scheiße. Oh, das kann nicht wahr sein. Ich brauche noch ein paar mehr. Ich habe genug Sachen. So, alle 180 Stück. So, und dann kann hier auch noch einen. So, dann ist das nämlich auch erledigt. Ach, da kannst du aber durch. Ach, durchgehen kann man ja, stimmt ja. So. Alter, was machen hier so für Geräusche, ey? Unglaublich. Ihr baut da schön die Sachen hin. Ihr sammelt auch noch schön ein bisschen Holz für mich nebenbei. Oder für euch eher, für mich ist ja das alles gar nicht. So, die Tür mache ich wieder auf. Hier könnt ihr auch noch Holz sammeln. Jetzt könnt ihr auch darüber gehen und darunter und könnt ihr auch hier Holz sammeln. Da durchgehen könnt ihr auch noch. So, hier durch. So. Außerdem Ausrüstung. Habe ich noch irgendwas, was sie brauchen könnten? Ein Rucksack. Habe ich ein zu viel? Ich brauche noch eine Axt, ne?
Eine, ja. Müller habe ich, Fischer, Schmiede und Schreiner. Müller, Fischer, Schmiede und Schreiner. Schmiede, das ist doch. Benutzen. Okay, den Rest habe ich nicht. Gut, dann brauche ich jetzt ja, wie gesagt, nur noch. In Anführungszeichen nur. Wo ist eigentlich die Eisenachse, die ich vorhin hatte? Ist sie jetzt ganz weg, oder was? Ach so, ihr könnt hier noch Fackeln reinbasteln. Alle drei Felder. So, alle drei Felder. Leben niedrig. Das ist nicht so wild. Holz, Holz, Holz. Braucht ihr eine ganze Menge. So. Lasset die Bäume regnen. Hier können wir jetzt mal runtergucken. Hier ist eine ganze Menge, was ihr finden könnt. Heidewitzka. Könnte man da eigentlich hier unten die Tunnel noch ein bisschen weiter graben, ne? Könnte man. Aber wichtig ist erstmal das Holz jetzt. So. Oder geht einfach mal alle in euren Unterschlupf. Kommt da noch viele? Da ist keiner mehr. Wunderbar. Heißt, ich werde mal eine Runde abschließen. Sobald er hier durch ist. So. Alle darunter. So. Ach da. Er wartet. Nein, er geht auch schlafen. Er macht nichts, er geht schlafen. Er geht, er schläft. Er macht nichts, er geht schlafen. Er geht schlafen. Schläft, schläft, schläft. So, nur noch er muss jetzt gehen. Aber er geht nicht. Freiwillig. Doch, jetzt geht er auch. Wunderbar. So, haben wir ja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Perfekt. So, können sich einmal alle ausschlafen. Puh, ja, das ist dann erstmal gut, damit sie ein volles Leben haben und nicht immer so schnell verrecken. Willst du nicht schlafen gehen? Schlafen? Übernehmen. Bei dem hier geht gar nichts. Alter, was leckt denn das bei dem einen Scheißzwerg so? Nein. Oh, der will irgendwie nicht, keine Ahnung warum. Aber der Rest pennt. Das ist wichtig. Der weiß nicht, was er tun soll. Ja, das ist schlecht. So. Tut mir leid, wenn ihr jetzt gerade warten müsst, aber ich meine, es ist ja wichtig, dass unsere Zwerge dementsprechend produktiv sein können. Und das können sie nur, wenn sie geschlafen haben. Ey, was klappt der kaputt? Sag mal. Hätte er nicht hier reingekommen. Haben die Tür kaputt gemacht? Ich glaub's ja nicht. Hier komm, du darfst. Er macht jetzt gerade gar nichts. Ich glaube, es hackt, ey. Aber sie stellen mir jetzt sowieso gerade alle. Also, was soll's. Du darfst den Unterschlupf verlassen. Mann, ey. Idiot. Idiota! Ah, hier wird gar nicht alles angenommen, merke ich gerade. Kommt vor, ist hier noch keiner, das ist auch noch das Problem. Wir können noch ein paar Holzwände auf jeden Fall bauen. So ganz langsam kommen wir auch voran, aber auch nicht schnell, das gefällt mir auch nicht. So. Da. Da und da. So. Die wach werden, können auch schon weitermachen, genau. Ich mache mal hier die Tür auf jetzt. Die Tür dürft ihr nachher einsammeln, beziehungsweise wir werden da mal eben eine neue hinbauen. Wir haben mal. Wow, wir haben keine mehr. Scheiße. Egal. So. Da muss noch eins hin. Da auch.
Genauso wie da und da. Weil ich dafür nicht sogar noch extra Leitern basteln muss. Ich hoffe mal nicht. Bitte macht es auch so. Machen sie nicht, so war ja klar. Dann müssen wir kurz den Baum hier fällen. Fälle und Fälle. Genauso wie ich dann hier mal eben kurz noch ein paar Leitern hinbauen muss. Los. Fell. So. Dann bauen sie gleich ein paar Leitern rein. So. Und dann muss auch da rausgehen, du Scheißwerk, weil sonst kann er nicht bauen. Genau. Wunderbar. Dann das abbauen, D. Und dann kann hier auch wieder abgebaut werden. So. Zack. Und zack. Und zack. Und zack. So. Jetzt haben wir wieder alles weg. Das ist natürlich ärgerlich. Dafür haben wir eine neue Tür, die wir dann jetzt erstmal wieder hier einfügen können, weil die Penner es ja kaputt gemacht haben. Wir haben 29 Holz, das heißt, wir können neue Holzwände basteln. So. Wir kommen unserem Ziel immer näher. Und zwar unser Haus so weit zu vervollständigen, dass es als komfortsicher gilt. So. Noch ist da keiner, aber das kommt noch. So. 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 Und so. So, verdammt, ich hab mich. Nein, ich habe mich verdrückt. Ach, man kann ja auch überall rauflegen, das ist auch gut zu wissen. Dadurch ist das viel einfacher. Viel, viel einfacher. So. Der Komfort ist nicht gut, aber er ist vorhanden. Entferne Leiter. Entferne Leiter. Die Leiter auch entfernen. Und die Leiter entfernen. So. Die Leiter entfernen. Die Leiter entfernen. Die entfernen. Und die Leiter entfernen. So. Was kann man denn schönes am Möbel hier reinbauen? Wir können mal. Wollen wir kurz was gucken? Komfort 2. Komfort 1. Bauen wir mal eine kleine Stuhlreihe dahin. Das fällt doch mal ganz gut. Wir brauchen mal ein bisschen Holz für Stühle. Um mal unnötige Stühle zu basteln. So. Zack. Kommt hier einer hin. Und da einer hin. Und da einer hin. So, und dann kommt dazwischen Tische und dann ist gut. Jetzt kommen wir so, zack. Geht das dann jetzt auch hier ganz rum, oder was? Warum geht denn der Komfort hier? Wie geht denn das lang? Das geht doch schon mal ganz hier rum, das ist schon mal gut. So. Das brauchen wir jetzt erstmal jetzt nicht mehr, bis wir jetzt hier mal ein bisschen was gemacht haben. Wir haben noch 3 Holz, also nicht viel. Das heißt, wir können mal hier, zack, zack, Fälle. Dann sammeln wir Wasser, ist sowieso gut. Hier auch sammeln. Fälle, Fälle, Fälle. Hier fällen. So. Hier kann noch eine Fackel rein. Nee, kann nicht. Aber sollte eigentlich. Nee, sollte nicht. Vergiss es. Oh, was ist denn los, Mann? Stirb doch jetzt. So, er kommt hier wieder zurück. Hier ist ein Buch. Ein Kletterbuch. Nice. Kletterer, haben wir noch einen Kletterer? Ah, warte mal, hat jemand keine Rüstung? Ne, haben alle Rüstung. Wir haben doch hier irgendwo einen Kletterer gehabt. Da ist ein Kletterer. So, Kletterer, Kletterer. Das ist das hier.
So, und wir können jetzt auf jeden Fall schon mal eine Schmiede bauen, glaube ich, wenn ich mich nicht versehen habe. Die brauchen wir. Wo ist sie jetzt? Da ist die Schmiede. Jetzt haben wir nämlich Wasser. Wir haben Kohle. Und wir haben drei Eisenerz. Perfekt. Und Steine haben wir auch noch zwei. Nein! Ich Idiot. Steine. Kohle. Oh Mann. Steine. Kohle. Eisenerz. Und Wasser. So. Die Schmiede basteln wir dann hier unten mit rein. Verdammt, ist zu tief. Entferne Fackel. Wenn das nicht passt, passt das nicht. Was soll ich machen? Wenn jetzt gleich noch jemand runterkommt, bin ich zufrieden. Hallo? Ah, da ist er. Warum ist sie? Alter, ist sie groß. Kein Wunder. Kein Wunder ist es dann. Aua, knack. So, er baut uns dann die Schmiede dahin. Perfekt. Und mit dieser Schmiede wollten wir nämlich was bauen. Und ach genau, deswegen. Jetzt haben wir kein Eisen jetzt mehr. Ah, toll. Gut, dann geh mal. Eigentlich will ich jetzt am besten hier entferne, nee, doch entferne Fackel, so zack, ich hab keinen Bock mehr. Ah ja, das ist ganz schön tief. Ach so, das, ups, hier entferne Steinsäule. Ach, jetzt sehe ich da auch noch was. Baue Holzwand. So. Ah, hier ist ja ganz schön was los. Leute. So. Wie meint ihr das mit dem Wasser jetzt? Sammle Wasser. Sammle Wasser. Das auch. Da auch. Und das. Und das. Ich will alles an Wasser haben. So. Habt ihr nur neun Eimer, aber ich will alles an Wasser haben. Nee, Alter. Baue Holzwand. Baue Holzwand. Das war nicht geplant. Nein. Rückzug. Nein. Du blöder Zwerg, geh weg. Hallo, Rückzug. Oh, nein, Mann. Toll. Vollhongs. Ja, ihr. Ihr geht jetzt nirgendwo mehr raus, erstmal. Jetzt kommen die da noch hoch. So, Attacke da. Mann, Mann, Mann.
Die sollten nicht auf den losgehen. Das ist dieses Ding. Sie sollten es nicht. Und ich habe nicht verstanden, warum sie es getan haben. Ah, Mann. Das nervt mich gerade richtig. So. Komm, ihr dürft da runter jetzt. Aber nur, um diese scheiß Dinger zu bauen. Und auch erstmal nur bis da. Weiter noch nicht. Und vor allem baut ihr das dahin. Und dahin. Nein. Oh, da, Christia, du Bockes. Ich bin gerade echt am Überlegen, wie ich das mache. Weil ich will hier eigentlich nicht noch groß da gegen den kämpfen erstmal. Ich will erstmal hier. Alles voll mit irgendwelchen Scheiß da, den ich gebrauchen könnte. Warum baut das hier nicht? Ich soll das nicht abbauen. Oh Mann, ey. Mach da Holzwände rein. Und hier eine vor. Na, warum greifst du die dort an? Baue Holzwand. Warum macht er das nicht? Verstehe ich nicht. Was ist hier? Nervt mich nicht. Ich sollte jetzt runtergehen und das machen. Nur eine verdammte scheiß Holzwand einbauen. Kann doch nicht ganz so schwer sein, ey. Zwei sind verreckt, ey. Ich glaub's nicht, ey. Seid ihr blöd, oder? Warum geht denn da rein? Jetzt fängt der Dreck hier an. Ja, dann müssen wir ihn wohl irgendwie töten. Aber wir haben dafür gar keine Zeit, da kommen gleich die nächsten Viecher noch. Baue Holzwand. Baue Holzwand. Baue Holzwand. Ne, setze Erde. Baue Holzwand, so. Ihr geht da hoch und kommt da runter und macht das jetzt fertig, oder? Gut. Ihr macht einen Teil von dem, was ich euch sage. Ich bin begeistert. Ausrüstung. Ich hab da alles, oder? Ja, gut. Danke. Sorry, dass ich gerade so richtig still bin, aber beziehungsweise nur mit mir selber gerade so richtig rede und mich nicht direkt und nur am Fluchen bin, wie auch immer. Ah, das nervt mich gerade richtig, dass die jetzt alle verrecken, ey. Das ist so scheiße. So, bau da eine Treppe hin. Da bitte auch und da und da und da und da. Ja, oh oh. So. Na, weil ihr blöd seid. Runter. Nein. Ich weiß nicht, warum er da freiwillig hingeht und stirbt. Das ist blöd, also. Ich weiß auch nicht, was hier jetzt laufen soll. Ich muss ihn im Endeffekt umbringen, weil jetzt da die ganzen Sachen liegen. Und halt immer wieder nachrüsten. Ja. Geht nicht anders. Mach ich jetzt einfach. Immer wieder nachrüsten, wenn es geht. Schaut auf das hier alles. Hauptsache ich gehe jetzt nachrüsten, jedes Mal wieder aufs Neue, ey. Scheiße. Ah, oh, nervt mich das.
Ja, ich habe eine Steinsäule. Wow, cool. GZ. Wäre ich noch niemals so runtergegangen, ey. Das ärgert mich gerade. Mann. Scheiße, ey. Rüstung. Und Rucksack trotzdem. So. Da machen wir jetzt zu. Obwohl ich das nicht zumachen darf im Endeffekt, weil ich das brauche. Ah, Mann. Ja, greif einfach an. Das wird noch ein bisschen dauern. Dann werde ich jetzt noch ein bisschen öfter gegen kämpfen müssen. Ah, ist doch alles doof. Aber na gut. Das soll es für heute gewesen sein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend und so weiter und so fort. Wir sehen uns das nächste Mal. Bye, bye.